So, hallo erstmal. Heute wollen wir euch zeigen, wie man Haltetraining zu Hause machen kann mit einfachen Mitteln. Wir haben jetzt hier einfach eine ganz normale Flasche genommen, mit Wasser gefüllt. Wie viel ihr reinmacht, könnt ihr dann natürlich steigern. Ich würde natürlich erstmal mit wenig Gewicht anfangen, genauso auch mit der Zeit, wie lange ihr belastet. Immer daran denken, beide Seiten zu belasten, damit einfach der Körper gleichmäßig sich entwickelt und man keine Dysbalancen entwickelt mit der Zeit. Und genauso auch mit dem Haltetraining könnt ihr ein bisschen variieren, ob ihr halt statisch haltet und einfach bloß einen Punkt fixiert oder ob ihr es etwas dynamischer macht und jetzt zum Beispiel wie hier die Linien an der Wand nachfahrt. Ihr müsst da jetzt nicht irgendwie was Professionelles da aus dem Internet euch irgendwie suchen. Es reicht im Endeffekt auch, wenn ihr einfach eine Linie an die Wand malt, ob geschwungen, ob gerade. Es geht einfach nur darum, dass ihr aktiv was mit dem Auge fixiert und mit eurer angedeuteten Visierung, also dem Flaschendeckel, nachfahren wollt und das halt einfach von der Muskulatur halt eben auch nachmacht. Und da einfach die feine Muskulatur, die ihr auch zum Zielen und zum Halten braucht, dann halt einfach trainiert. Genau, das ist eine einfache Variante, kann jeder zu Hause machen und so können wir halt einfach ein bisschen die Zeit überbrücken und was für unseren Skisport tun. Bis zum nächsten Mal, ciao!